Hallo und herzlich willkommen zur Gym Unit Cheat Day Woche, liebe Strandfiguren. Diese Woche werden wir uns rund um das Thema Cheat Day kümmern. Also was ist das genau, was bringt es mir, wozu macht man den ganzen Kram und so weiter und so fort. Und ja, Daniel, Simon, Julian, wie sie alle heißen, werden alle noch ihr Video diese Woche hochladen. Also unbedingt auf den YouTube-Kanälen vorbeischauen. Und ich habe heute die Ehre, natürlich wieder so ein bisschen die Hintergründe des Ganzen zu recherchieren. Ja? Und ich bin natürlich dann auf der Suche nach den Hintergründen des Cheat Days auf einige interessante Dinge gestoßen. Und ich möchte mit euch heute drei Fragen klären. Erstens, was ist der Cheat Day und woher kommt er? Also kommt er? Zweitens, wozu macht man den Cheat Day? Also warum ist das Ganze sinnvoll? Und drittens, was kann man da denn zum Beispiel als einfaches Rezept machen? Und wie kann man verhindern, dass das Ganze ausartet? Ja? Die erste Frage, woher kommt der Cheat Day und wer hat ihn eigentlich erfunden? Da bin ich bei der Recherche im Internet und bei meinen alten Enzyklopädiebänden immer wieder auf den Namen Helmut Kohl gestoßen. Der hat nämlich irgendwann eine sehr interessante Feststellung gemacht, nämlich, dass Snickers besser schmeckt als Brokkoli. Nun wusste er natürlich auch, dass eine gesunde und artgerechte Fitnessernährung nicht darin besteht, den ganzen Tag Snickers zu essen. Und dann hat er sich gedacht, wenn ich eigentlich die meiste Zeit der Woche gut und gesund esse, dann könnte ich ja im Prinzip am Wochenende auch mal einen Snickers mit Eis und so weiter essen. Somit ist im Prinzip der Cheat Day immer auf Helmut Kohl zurückzuführen, der ihn damals erfunden hat. Jetzt stellen wir uns natürlich die zweite Frage, wozu dient der Cheat Day? Ganz klar, der Cheat Day dient als Belohnung für harte Arbeit. Ja? Wenn du halt als Bundeskanzler allgemein halt den ganzen Tag sehr hart arbeiten musst, sehr viel Stress ausgesetzt bist und so weiter, dann fragst du dich ständig, wozu mache ich das Ganze eigentlich? Also warum immer eigentlich diese harte Arbeit? Warum nicht einfach mal zurücklehnen und mich auch irgendwie für etwas belohnen? Ja? Und genau so ist es ja im Prinzip bei diesem ganzen Fitness-Lifestyle und so, dass wir ja uns ein bisschen disziplinieren. Wir wollen ja unseren Sixpack erreichen, wir wollen schöne Muskeln aufbauen, wir wollen einfach gesund leben, aber wir wollen natürlich auch nicht die ganzen schönen kleinen Sünden des Lebens ausfallen lassen und das müssen wir auch nicht, weil rein gesundheitlich gesehen ist es überhaupt gar kein Problem, wenn ich jetzt 80 oder 90% der Zeit mich gesund und gut ernähre und dann die letzten 10% so ein bisschen Schummel und die ganzen leckeren Köstlichkeiten esse. Ja? Das ist ja auch im Prinzip das, was in dem If it fits your macros Prinzip so wunderbar zur Geltung kommt. Dass wenn ich meine ganzen Macros durch gesunde Nahrungsmittel gedeckt habe, dass ich dann die letzten Kalorien im Prinzip durch auch ein paar ungesunde und süße oder salzige Sachen abdecken kann. Ja? Und das ist also wie so eine Art Belohnungssystem, was uns motiviert hält, bei der Stange hält, um langfristig weiterzumachen. Und deswegen finde ich persönlich das auch eine sehr sinnvolle Sache. Es ist genauso, wie ich in meinem Aktienkanal auch immer sage. Ja? Wenn ich halt die ganze Zeit gut mit Geld umgehe, wenn ich also sicher und sinnvoll und rational investiere, wenn ich also mein Geld für Bücher ausgebe, wenn ich es gut anlege und so weiter, dann kann ich ja auch mal irgendwie 20% davon meines Gehalts irgendwie nehmen und einfach ins Casino gehen oder spielen oder einfach mal Party machen mit dem Geld und so weiter. Weil wenn ich jetzt mein ganzes Leben lang immer nur investiere und immer nur sinnvoll und logisch und so weiter handle, ja, und dann laufe ich irgendwann über die Straße und dann kommt ein Lastwagen und fährt mich um, dann hat mir das alles nichts gebracht. Ja? Dritter Punkt, ja, was müssen wir beachten und ein Beispielrezept, also was ich am liebsten mache, ist, dass ich mir einfach nicht einzelnen Cheat Day in der Woche raussuche, wo ich richtig übertreibe. Das macht Julian zum Beispiel immer sonntags. Ich persönlich mag das nicht so, weil einfach mir es danach immer so extrem schlecht geht und ich habe auch wirklich so diese Tendenz, ich esse was Süßes, dann kriege ich Lust auf was Salziges, dann kriege ich Lust auf was Süßes und es geht dann immer so hin und her und zack, habe ich ohne Probleme dann 6000 Kalorien an dem Tag drin und das ist dann meiner Meinung nach schon ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Deswegen, was ich dann ganz gerne mache, ist, dass ich mir ein bis zweimal pro Woche einfach morgens zum Beispiel einen leckeren Kaffee mache. Ja? Dazu nehme ich einfach 250 Milliliter gute Vollmilch. Ja? Jetzt wird man denken, was ist denn daran jetzt ein Cheat Day? Nun, du machst natürlich keine Tomaten da rein, sondern du machst zum Beispiel eine halbe Packung Daim-Schokolade in die
in die Milch mit rein, schäumst das Ganze schön mit dem Mixer auf, gießt dann deinen Kaffee rein, hast du ein richtig leckeres Cheat Day Getränk. Und dann habe ich mich wieder für meine Arbeit belohnt und alles ist gut, ja, und ich kann wieder weiter mich gesund und vernünftig ernähren. Ja, und das ist genau der Punkt. Wir müssen also, ganz egal, ob wir jetzt einen Cheat Day auf einmal die Woche verlegen oder auf zweimal die Woche, wir müssen ein System finden, was für uns gut funktioniert. Ja, weil bei Helmut Kohl war dann irgendwann das Problem, als im Zuge seiner Schwarzgeldaffäre und so, er immer mehr seinen Frust auf diesen Cheat Day projiziert hat, hat er immer mehr und mehr konsumiert und irgendwann hat man halt das Ergebnis gesehen, dass der Fitness-Lifestyle sehr darunter gelitten hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir so diese richtige Balance finden, wie immer im Leben. Das heißt, wir müssen ein System finden, was für uns persönlich klappt. Und da kann dir keiner sagen, es ist am besten einmal die Woche zu machen oder einmal im Monat. Du musst einfach für dich raustesten, hey, womit erziele ich super Ergebnisse und mach mir sie nicht kaputt, indem ich ab und zu mal einfach ein bisschen sündige. Okay, das war einfach meine Art und Weise, wie ich damit umgehe. Also ich mache das so, dass ich halt, wie gesagt, ein oder zweimal pro Woche einfach so ein oder zwei kleine Mahlzeiten nehme, auch mal mit der Familie ein Stück Kuchen esse und so und den Rest der Zeit mich gesund und so weiter ernähre. Und das ist dann im Endeffekt, wenn du es im ganzen Kontext auch siehst, die einzig wahre gesunde Ernährung, ja, dass du also mit dem Kuchen ab und zu oder mit den kleinen Pfannkuchen oder mit dem Kaffee und so weiter, der dir ein bisschen süß, halt eine gesunde Ernährung hast, weil du, wenn du es komplett betrachtest, ist ja die Psyche extrem wichtig, ja. Wenn du aber das Gefühl hast, dass du dich immer disziplinieren musst und dass du nie das isst, was du eigentlich willst, dann wirst du irgendwann psychisch so abhängig von diesem Extrem und so unausgeglichen, dass das Ganze überhaupt gar nicht gesund ist. Okay, das war der etwas theoretischere Teil der Cheat-Day-Woche. Morgen geht es dann weiter oder am Mittwoch, weiß ich gar nicht genau. Check auf jeden Fall die anderen Kanäle aus, die ich dir hier alle im Banner verlinkt habe. Ja, und schreib mir doch mal als Kommentar, wie du das mit dem Cheat-Day machst, was deine Lieblings-Cheat-Day-Kreation ist. Und dann bin ich gespannt, du so gerne isst und ob ich das Ganze mal nachmache. Das war's auf jeden Fall für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Koya Barkhorn und ciao.